Elisabeth Trissenaar, eine herausragende österreichische Schauspielerin, hat mit einer vielfältigen Karriere auf der Bühne, im Film und Fernsehen tiefgreifende Spuren in der Unterhaltungsindustrie hinterlassen. Geboren am 13. April 1944 in Wien und gestorben am 14. Januar 2024 in Berlin, genießen ihr Leben und Werk großes Ansehen. Trissenaar begann ihre Karriere nach dem Besuch der Max-Reinhardt-Werkstatt in Wien von 1962 bis 1964. Sie trat dem Berner Stadttheater bei und spielte später in der Anfangsphase an vielen renommierten Bühnen wie dem Krefelder Stadttheater, dem Heidelberger Theater, dem Bochumer Theater und dem Staatstheater Stuttgart seiner Karriere. Berühmt für seine Erfolge in herausfordernden Hauptrollen wie Nora, Hedda Gabler und Medea am Schauspielhaus Frankfurt von 1972 bis 1976, stellte Trissenaar sein hervorragendes schauspielerisches Können unter Beweis. Sie war weiterhin auf verschiedenen Bühnen erfolgreich, von Berlin bis Salzburg. Trissenaar gehörte auch zum Team von Regisseur Rainer Werner Fassbinder und spielte Rollen in berühmten Filmen wie Bollwieser, Die Hochzeit der Maria Braun und In einem Jahr mit 13 Monden. Sie ist auch für ihre Hauptrollen in Filmen wie Bitter Harvest und Franza bekannt. Neben ihrer künstlerischen Karriere heiratete Elisabeth Trissenaar 1965 den Regisseur Hans Neuenfels und bekam einen Sohn, den Kameramann Benedikt Neuenfels. Sie führten eine lange Ehe bis zum Tod von Hans im Jahr 2022. Elisabeth Trissenaar hat mit ihrem großen Talent und ihrem Beitrag zur darstellenden Kunst unvergessliche Spuren in der Kultur- und Kinogeschichte hinterlassen. Ihr Tod ist ein großer Verlust für die Künstlergemeinschaft und Fans auf der ganzen Welt. Elisabeth Trissenaars Karriere ist eine Reise voller Höhen und Tiefen und Erfolge, nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Film- und Fernseharbeiten. Mit vielfältigen schauspielerischen Fähigkeiten und der Fähigkeit, sich an viele Arten von Rollen anzupassen, hat sie sich als vielseitige und stilvolle Künstlerin erwiesen. Trissenaar war nicht nur ein einflussreicher Schauspieler auf der Bühne, sondern auch ein wichtiger Teil der Arbeitsgruppe von Rainer Werner Fassbinder. Die Zusammenarbeit mit Fassbinder half ihr nicht nur, ihre Position in der Filmbranche zu behaupten, sondern brachte auch philosophische Kunstwerke hervor. Der Tod von Elisabeth Trissenaar am 14. Januar 2024 in Berlin war ein schmerzlicher Verlust für die Künstlergemeinschaft und Fans. Das Talent und die Hingabe, die sie der Kunst widmete, werden jedoch für immer in den Werken weiterleben, an denen sie beteiligt war und die sie künftigen Generationen hinterließ. Auch Trissenaars Privatleben und ihre Ehe sind Teil ihrer farbenfrohen Geschichte. Die fast ein halbes Jahrhundert andauernde Ehe mit dem Regisseur Hans Neuenfels ist ein Beispiel für Stabilität und Zuneigung im Privatleben des Künstlers. Obwohl sie diese Welt verlassen hat, werden die Liebe und der Respekt für Elisabeth Trissenaar weiterhin in den Herzen derer weiterleben, die ihre Kunst lieben und den Wert ihrer langen Karriere schätzen. Elisabeth Trissenaar, 13. April 1944, 14. Januar 2024, war eine Ikone der Kunstbranche mit vielfältigen Talenten und großartigen Beiträgen zu Theater, Film und Fernsehen. Ihr Leben und ihre Karriere waren eine lange, reiche und einflussreiche Reise. Die am 13. April 1944 in Wien geborene Elisabeth Trissenaar begann ihre Karriere in der Max-Reinhardt-Werkstatt in Wien und erlangte mit Hauptrollen in vielen wichtigen Theaterstücken schnell Bekanntheit. Dies eröffnete ihr die Möglichkeit, an vielen berühmten Bühnen mitzuwirken, vom Stadttheater Bern über das Schillertheater und den Schlosspark in Berlin bis hin zu vielen anderen Bühnen in ganz Deutschland. Aber nicht nur auf der Bühne gehörte Elisabeth Trissenaar zu einer Generation berühmter Schauspieler, die bei Rainer Werner Fassbinder ausgebildet wurden.
Sie wirkte in vielen seiner berühmten Filme wie Ballwieser, Die Hochzeit der Maria Braun und In einem Jahr mit 13 Monden mit und stellte ihre multidimensionalen Fähigkeiten und Vielfalt unter Beweis. Neben der Kunst erregt auch Trissenas Privatleben, insbesondere seine Beziehung zum Regisseur Hans Neuenfels, Aufmerksamkeit. Ihre Stabilität und Zuneigung in einer Ehe, die fast ein halbes Jahrhundert dauerte, ist ein Beispiel für Solidarität und Liebe unter Künstlern. Elisabeth Trissenar verließ diese Welt am 14. Januar 2024 und hinterließ ein starkes Erbe in der Kunstgeschichte. Auch wenn sie gegangen ist, werden ihr Talent und ihre Zuneigung durch die Werke, die sie hinterlässt, und in den Herzen der Kunstliebhaber für immer weiterleben. Das Leben und die Karriere von Elisabeth Trissenar sind eine wunderschöne Geschichte voller Leidenschaft und Engagement für die Kunst. Von der Bühne bis zur Leinwand glänzte sie mit ihrem talentierten Schauspieltalent und... So, und dann? Dann habe ich geschaut, also 34,64 und die nächste Hörer war schon 256, also kommt in die Genau, ich wiederhole es gerade mal, das ist noch wie eine Kamera. 4 hoch 4 ist 256. Das ist 64. Das heißt, Sie haben geschaut, 4 hoch 4 geht nicht mehr rein. 4 hoch 3 geht aber noch rein. 3 mal geht die 64 in die 197 rein. Kurze Bemerkung. Sie machen genau das Gleiche, was wir vorhin als Römer gemacht haben. Wir haben geschaut, geht denn das M noch rein? Ja, M geht rein. Wie oft geht M rein? Und dann anschließend wird der Rest genommen und das nächst kleinere Symbol untersucht. Ne? Genau. Drei, also hier geht das 0 mal 4 hoch 4, 3 mal 4 hoch 3. Was ist 3 mal 64? 192 ergibt das, also 3 mal 64 ergibt schon 192, das heißt, ich habe noch den Rest von 5. Jetzt, wie die Römer, also prinzipiell egal, immer wenn man so Bündel hat, ja, nächste Stelle. 16. 16 geht in die 5 nicht rein. 4 geht einmal in die 5 rein. Rest 1 und ein Einer geht noch rein. So. 3011, ne? Richtig, 3011. Das ist nicht die 3011. Das ist die 197. So. Das ist die 197. Sie können sich vorstellen, das wird ziemlich umständlich bei großen Zahlen. Wenn Sie eine Riesenzahl haben, die Sie im Vierersystem darstellen wollen, ich sag mal 12.756, dann müssen Sie sich erstmal überlegen, was ist ein 2 hoch 3, was ist ein 2 hoch 4, was ist ein, Quatsch, was ist ein 4 hoch 3, was ist ein 4 hoch 4, was ist 4 hoch 5, 4 hoch 6, 4 hoch 7, 4 hoch 8 und so weiter. Gucken, was ist das größte Bündel, das reingeht, wie oft geht das rein, abziehen, Rest nehmen, nächst kleineres Bündel, das ist alles ziemlich umständlich und langwierig. Es geht einfacher. Weiß jemand, wie es einfacher geht? Keiner rauskriegt? Sie? Ja, irgendwie in der rechten Ecke.